Hey, im Bereich des Bewegtgestrichelten tummelt sich genauso viel Potenzial für Umsetzung wie für Realverfilmungen. Man bedenke nur die abmühende Nähe DCs zu ihren Werken, die sich zwar qualitativ von ihren damaligen Leistungen abgrenzen, aber immer noch dichter liegen an der Materie als die Werkstoff- und Künstlerverschwendung, die die meiste Aufmerksamkeit speist. Konsumgefestigtere Verlagshäuser mal zugemacht, stelle ich euch heute Isola von Pranger. Eine Geschichte, die im steinzeitlichen Mittelalter die Handlung von Ein Königreich für ein Lama nachstellt, in der Königin Olwen bei einem machtumstürzenden Push in einen Alienware-farbenen Tiger oder einen pfefferminzgestreiften Panther verwandelt wird, unter der Sicherheitseskorte ihres doppelnasenknorpeligen Captain Rook, dessen karrierelle Bindung zum Schutz des Königshauses in der Familie schon bestand, nach Isola zu schaffen. Puh, war das ein Satz. Klingt wie ein Ort, aus dessen Bächen Litschisaft fließt und Büschen Lavendel sprießt. Auf dem Weg überschneiden sich Aktionen in Verwicklung mit üblichen Nebenfiguren, vom Komplottschmiedern bis hin zu den Betroffenen. Unter diesem Begriff Isola wird sich mehr drunter vorgestellt als verstanden. Mal ist es ein verzeichneter Ort, dann eine interdimensionale Zone, gelegentlich muss es als Jenseits gesehen werden, trotz aller Begriffsstutzigkeiten liegt der Hauptfaktor auf dem des Paradiesprinzip. Die Protagonisten sind wahrnehmbar, jeder hat seine Motivation und Beweggründe. Rook ist eine treue, fürsorgliche Untergebene, die gleich für das Imperium 1000 Großkatzen begleitet, ohne dabei nicht im Vereinbaren mit ihrem Gewissen zu sein. Königin Olwen ist als sympathische Machthaberin sowie vornehme Wildkatze definitiv wert zu beschützen. Lustig ist auch, wie Mimik betont manchmal die Streifen angeordnet sind an ihrer Stirn. Autor Brandon Fletcher sieht man auf Covern präerwachsener belangloser Ausgaben, doch sollten sie so gut wie Isola sein, dann entschuldigt mich diesen schnippigen Begriffsbeisatz. Zeichnungen. Vor dem wunderbaren Zeichenstil sei das fabelhafte Aussehen der Charaktere gelobt. Auf diesen und den der kompletten Welt setzt jeder Fokus, dank Karl Kerschel, der das Verständnis besitzt, franko-belgische mit japanischer Comic-Handhabung zusammenzuziehen. Hätte sich doch bestens angeboten fürs Albumformat in einem höchst erträglichen Digital-Editiergrad, welcher die Vape-verdächtige Nebelform mystisch andeutet. Wer vor Freude Palio-Runen springt, der sollte dies mit der Erwartung an ein geschlossenes Vollwerk zügeln, denn es können mehr Fragen gestellt werden als beantwortet. Andererseits brauchen wir immer ein Ende, im Leben kriegen wir auch nicht auf alles Antworten. Fazit: ein fantastischer mesoromantischer Marsch in Ungewissheiten.